Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod. Wir spielen hier die Sinch-Fraktion und sind auf bestem Wege dabei, die Galaxis einzunehmen. Wir gehen hier gegen die Harpes-Fraktion vor. Hier unten haben wir schon einiges. Coruscant ist noch schwer verteidigt. Wir müssen auch mal bei Odic 2 und vielleicht Praketh vorbeischauen. Vielleicht bauen wir dafür auch mal zwei Probe-Droids. Ich glaube, das wäre ganz schlau. Hier auf Delacrix haben wir jetzt aber mit Palpatine und den anderen Schleicheinheiten eine Ionenkanone vernichtet. Was bedeutet, wir nehmen Mando, fliegen hier nochmal rüber. Weil wenn Delacrix eingenommen ist, ist Mintuin auch sicher. Die kommen nach Duro, ja gut, sollen sie machen. Wir haben hier eine wirklich, wirklich fette Flotte aufgebaut bei Klatooine. Und mit der werden wir dann Delacrix bald angreifen. Aber wir schicken auch unsere Bodeneinheiten von Harpes nach Terephon, damit wir Terephon einnehmen können. Dann Galenor und Rocco de Pau. Und dann können wir Lan Tillis gucken. Und da oben bei Obroaskai ist es, glaube ich. Ihr kommt nach Terephon. Obroaskai wird noch schwierig zu knacken, aber dann können wir Murkrow und Ordo einnehmen. Und dann ist hier der ganze Sektor komplett sicher. Dann müssen wir nur hier Zeltros, Kashyyyk und dann bald Thanos verteidigen. Noai Roche Asteroiden werden wir nicht durchkommen, leider. Mal gucken. Oh, Metalorn darf auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen weiter verteidigt werden. Und jetzt hier, 357. Das sollten wir aber, hoffe ich, schaffen mit dieser Flotte hier. Die jetzt nach Delacrix rüberfliegt. Duro Space Battle. Ich hoffe, die flieht. Wird sie wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Schade. Schokolade. Hier bei Dautomir bauen wir einfach mal ein paar neue. Damit wir einfach ein paar mehr Lancers haben. Und jetzt. Wie groß ist unsere Flotte? Wir müssen nur gucken, dass Sinch nicht stirbt. Aber wir haben eine 730er Flotte. Die eine 357er Flotte. Ich denke, das sollte alleine von den Zahlen her reichen. Aber wir holen Sinch vielleicht gar nicht als erstes rein, sondern erstmal ein paar andere Schiffe, um die ein bisschen aufzuweichen. Vor allem versuchen wir die vielleicht ein bisschen auseinanderzuzerren. Und die haben auch nur zwei von ihren Interdiktoren mit dabei gerade. Interessant. Du darfst ein Stück abhauen. Du darfst ein Stück abhauen. Und dann gucken wir vielleicht, dass wir eine... Ah, okay, nee, da sind doch mehr Interdiktoren, als ich anfangs gesehen hatte. Ich denke, wir sollten trotzdem hier auf diese Seite gehen. Der Tunnel Immobilizer-Kreuzer darf hier hinten rein, falls sie versuchen zu fliehen. Und dann nehmen wir hier Tektor und Sternzerstörer. Die dürfen dann hier auf die kleineren Einheiten gehen. Und dann die Victories vielleicht ein kleines Stückchen weiter hinten. Nehmen wir mal drei Victories. Gucken erstmal, wie es läuft. Hier noch ein Victory, hier noch ein Victory. Die Victory 2s dürfen hier lang. Und dann nehmen wir uns ein paar Lancers. Die werden wahrscheinlich vernichtet werden. Deswegen ist es ganz gut, dass wir neue Lancers schon bauen. Hierhin. Du darfst mal auf ihn gehen. Du darfst ihn angreifen. Du darfst ihn angreifen. Du darfst fliehen. Du darfst einfach noch ein Stück weiter in die Richtung gehen. Und dann schauen wir mal. Ihr 5 geht hier mit drauf. Wobei, vielleicht kümmert ihr euch darum. Und ihr... Ah, wartet mal. Ihr könnt vielleicht auf den gehen. Oder? Dann nehmt den Boffin Assault Cruiser, wenn er euch lieber ist. Der erste Interdiktor ist schon vernichtet. Und da sind gleich auch 17 Punkte vernichtet. Warum fliegt er jetzt da alleine los? Jäger haben wir nicht super viele. Okay, kommt, der ist weg, dann nehmt euch den. Ihr werdet gleich auch vernichtet, das ist nicht so nett. Volle Raketenwerfersalve. Ihr dürft auch eure komplette Raketenwerfersalve nehmen. Ihr geht auf die MC-90 da drüben bitte. Das ist hier eine dickere Schlacht. Wir können Sinch gleich reinholen. Aber erstmal jetzt gucken, dass wir das ein oder andere Schiffchen vernichten. Da kommt die nächste Dauntless-Klasse. Aber wenn wir den hier auch weg haben, dann haben wir schon
gute 30 Punkte vernichtet. Etwas mehr als 30 Punkte. Ach, guck mal da, das ist auch vernichtet. Normaler Light Cruiser wird auch vernichtet. Da kommen auch nur Assault Frigates raus. Ist das größte. Oh oh. Was da rauskommt. Von euch wird gleich auch einer vernichtet sein. Okay. Dann holen wir mal hier noch zwei Akklamatoren rein. Und vielleicht die beiden noch. Dann habt ihr da noch ein bisschen. Ihr geht hier drauf. Ihr dürft dann mal den angreifen. Ihr. Ja, dann nehmt die Assault Frigates. Warum nicht? Ihr greift bitte den an. Kriegt ihr den da? Okay, wartet, nehmt den. Ihr vernichtet den weiter. Ihr geht auf den. Die beiden sind schön da hinten noch. Die beiden sind schön da hinten. Das heißt, so 80 Punkte, die die haben, haben wir gerade komplett durch die Lancers aus der Schlacht rausgeholt. Das ist sehr schön. Der ist vernichtet. Dann können wir jetzt hier mal auf die Majestics und die Defender gehen. Und, oh, du darfst fliehen. Du hast schon zu wenig Leben. Aber die anderen dürfen mal ein Stückchen weiter nach vorne hier. Ihr werdet vernichtet. Und ihr nehmt euch die bitte vor. Der ist Schrott, sehr schön. Ihr, nicht zu weit fliegen. Geht mal hier drauf. Jetzt könnten wir teilweise Zern holen, möchte ich aber gar nicht. Die Frage ist, Hagel. Ah, der hat eine Ruthless. Okay, das bringt mir auch nicht so viel. Ihr geht mal da drauf. Ihr helft denen jetzt hier, sonst sind die wahrscheinlich gleich schnell besiegt. Deswegen fliegt mal darüber bitte. Ihr vernichtet die. Und ihr dürft hier weitergehen. Ach, da haben sie auch eine ist auch eine MC-90. Ich dachte erst, wäre eine MC-80B, aber nein, eine MC-90. Ihr beiden dürft auch nochmal eure volle Raketensalve hier einsetzen. Ihr geht hier drauf. Oh, ihr habt den Buffen Assault Cruiser da schon gut was gezogen. Dann helft ihr nochmal kurz hier mit, sonst müssen die sich auch um die kümmern. Ihr dürft hier drauf gehen. Oh mein Gott, wenn meine Sternzerstörer das überleben würden, wäre das schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Ihr vernichtet jetzt den. Dann geht ihr auf die MC-90, dass die euch nicht zu viel tun kann. Ihr vernichtet das schon, dann dürft ihr hier mit. Ihr dürft hier lang. Wie viele Lancers habe ich denn noch? Insgesamt 6, dann darf die Lancer auch nochmal hier lang. Ah, das ist jetzt problematisch, der Boston Assault Cruiser hier von der Seite. Der wird mir sehr wehtun. Da kann ich jetzt aber nicht viel gegen tun. Ihr dürft nochmal eure volle Feuerkraft auf den setzen. Aber gut, jetzt werde ich einige Schiffe verlieren. Entschuldigt den Huster. Wir gucken mal, dass wir die MC-90 hier vernichten. Und ihr greift hier drüben an. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nehmen die Proton-Torpedowerfer hier. Ihr dürft eure volle Raketensalve darauf hauen. Oh, drei von denen geht's gar nicht gut. Die MC-90 hier. Oh, den haben wir auch verloren. Aber ich glaube, so langsam, aber sicher. Ja, jetzt haben wir hier fast alle verloren von denen. Aber wenn ein Tector das noch überleben würde, das wäre gar nicht schlecht. Hier drauf. Haben wir immer noch 6 Lancers, haben wir immer noch. Ihr dürft jetzt mal hier drauf gehen. Versucht die Corona zu vernichten, bitte. Ihr beiden hier hinten drauf und dann ganz ohne Sinch einzusetzen, haben wir das auch geschafft. Unsere Verluste sind relativ minimal. Deren Verluste sind vollständig. Das ist sehr schön. Den Interdiktor mussten wir nicht mal einsetzen. Sinch mussten wir nicht einsetzen. So muss das aussehen. So und nicht anders. Aber ich habe immer noch Angst, dass die mir irgendwann mit dem Viscount kommen. Deswegen, da brauchen wir die Eclipse relativ bald. Oder so eine Sovereign-Klasse. Boom. Sehr schön. Zurück zur Galaxis-Karte. 3 Victories, 1 Victory 2, ein Akklamator, ein Sternzerstörer, eine Lancer. Alles vollkommen in Ordnung. Nehmen wir die Einheiten von Boonta. Hier dürfen auch jetzt bitte das. Und dann gehen wir rüber nach der Krix. Da haben wir auch schon einiges am Boden vernichtet. Von daher müsste das einigermaßen gehen. Hier bei Terrafone haben sie so gut wie nichts. Aber die haben noch eine Ionkanone. Das ist ziemlich gefährlich für meine Einheiten hier im Orbit. Deswegen gehen wir jetzt mal hier direkt rein, um keine Schiffe zu verlieren. Und dann würde ich sagen, wenn wir das hier natürlich eingenommen haben, dann müssen wir ein bisschen Geld für ausgeben. Aber ansonsten
würde ich ganz gerne, glaube ich, wirklich auf die Sovereign sparen. Also diese kleinere Eclipse. Du darfst jetzt mal hier lang fliegen. Ihr dürft hier lang kommen. Ihr dürft hier lang. Du darfst die absetzen. Und ihr dürft schon mal in die Richtung hier. Oh, okay. Was haben wir da? Ein Antifahrzeugturm. Den haben die aber schnell gebaut. Und ihr geht mal hier lang, bitte. Oh! Wir haben Base Defenses. Das hätte ich mir auch denken können, aber gut. Hätte ich auch einfach gucken können. Oh, die hier unten werden stark angegriffen. Schauen wir mal. Die Japaner sind nervig, weil die wirklich starke Waffen einfach haben. Aber deren Helden haben wir besiegt. Das ist schön. Lasst uns den Juggernaut-Typen hier noch reinholen. Und dann 1, 2. Das Sensor Array gehört auch uns. Und dann schauen wir mal. Da wäre die Ionenkanone. Ah ja, hatte ich recht. Das fühlt sich hier als ein vernünftiger Ort an, um diesen Dings dahin zu packen. Ist dann jetzt auch weg. Du darfst hier rauffliegen. Schafft ihr das? Das müsstet ihr eigentlich schaffen, oder? Ihr seid auch alle Steuerung 1 und dann greifen wir hier mal an. Eine Text Collection Agency wird denen nicht viel bringen. Bombardierung können wir direkt hier drüben draufsetzen. Da müssen wir da auch gar nicht, dafür zumindest nicht dahin fliegen. Wahrscheinlich haben die da einen Bunker gebaut. Das wäre schon nervig genug, aber naja. Das angreifen. Oh. Das wird alles vernichtet. Oh, und die sind... Die Bomber sind abgewehrt worden, aber egal. Die fliehen von Terrifon. Damit vernehmen wir auch keine Einheiten. Sehr, sehr schön. Und dann mal schauen, wie viel kriegen wir denn? 22.000 kriegen wir. Oh, hier können wir eine Officer Academy bauen. Möchte ich aber gar nicht unbedingt. Jetzt kommen sie nach Kashyyyk. Das kann gefährlich werden, aber ich habe hier natürlich zwei Flotten direkt in der Nähe, von daher hält sich das auch in Grenzen. So, wie viel müssen wir denn für 28.000 nur? Können wir in der nächsten Runde schaffen. Da können wir in der nächsten Runde die Sovereign in den Bau geben. Im nächsten Zyklus hier. Du kommst jetzt mal nach Harvest zurück. Und wenn bis da... Warte mal, gar nicht hier? Wo haben wir denn dann? Hier drüben ist einer. Okay, ihr dürft nochmal bei Obroa Sky gucken. Und einer von euch beim Roku Depot. Das hier ist zum Glück nur ein Raum-Map, deswegen... schauen wir mal. Komm schon. Die Sovereign. Oh, da habe ich richtig Bock drauf, das einzusetzen, das Ding. Und dann müssen wir gucken, wie schnell das gebaut wird. Bei Obroa Sky. Oh, das ist unschön. Könnten wir das schaffen? Wir haben hier leider keinen Dingsbums. Aber das kann machbar sein. Damit geben wir dann all unser Geld aus, was wir haben. Aber das ist machbar. Lass uns mal gucken. Wir müssen sehr viel Anti-Flug- und Anti-Fahrzeug-Türme bauen. Aber dann wäre das in der Theorie schaffbar. Anti-Fahrzeug, Anti-Flug. Anti-Fahrzeug. Anti-Flug hierhin. Anti-Flug. Dafür war der Anti-Fahrzeugturm gedacht, zum Beispiel. Schön, dass der schon funktioniert hat. Anti-Fahrzeug. Ihr lauft weiter. Anti-Fahrzeug. Hier unten brauchen wir ein Anti-Fahrzeug, ein Anti-Flug. Und dann hier lang weiterlaufen. Das ist schön. Der Anti-Fahrzeugturm macht dich fertig. Ah, der Anti-Flugturm kriegt da ein bisschen sein Fett weg, aber das ist dann so. Anti-Fahrzeug hierhin. Dafür überlebt der Anti-Fahrzeugturm das ganz gut. Ah, gut, da werde ich dann wohl nicht mehr langkommen. Anti-Fahrzeug, Anti-Flug hier lang. Und die 75 Credits, die schnappe ich mir.
Du darfst hier lang. Hier Antiflug. Antifahrzeug, Antiflug. Ach, guck mal da. Und der Firehawk ist auch weg. So muss das. Hier unten können wir nochmal einen Antifahrzeugturm machen. Antifahrzeug. Hier oben ein Antiflug. Da könnte noch ein Antifahrzeugturm hin. Antifahrzeug, Antiflug wird hier schon gebaut. Hier auch. Hier dürft versuchen, euch hier reinzusetzen. Ja, und sie fliehen. Da, guckt. Oh, und nur 2000 Credits ausgegeben. Perfekt. Sehr, sehr schön. Mit Base Defenses wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, aber dann wären die vermutlich auch mit einer größeren Armee gekommen. Also von daher, ist das schon in Ordnung so. Delacrix. Okay, ich will denen gar nicht viel mehr Zeit zum Aufbauen geben. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rein. Und dann machen wir es hier vielleicht nochmal mit den Helden. Wir haben hier so viel mit den Helden schon geschafft. Imperator, der Uri Fan, Gath Zarian. Ihr dürft in die Richtung lange rennen. Hier in die Richtung. Und da müssen wir gar nicht erst lang, aber hier haben sie gute Abwehrtürme leider. Kommt mit. Hier lang. Das haben wir eingenommen, das heißt, die anderen Helden können wir auch noch reinholen. Ah, jetzt bräuchten wir nur diese Repulsorlift betriebenen Sachen, die uns heilen, die hier Infanterieheilung betreiben. Aber naja. Greift mal hier drüben an. Hier dürft ihr mitkommen. Hier dürft ihr mitkommen. Und dann haben wir fast all unsere Helden hier. Ja, natürlich habe ich einen Plan. Alle drauf. Das ist mein Plan. Greift hier bitte an. Wie schnell das einfach geht. Das ist schon traurig. Angriff hier drauf. Nehmt den Anti-Infanterie-Turm. Den anderen Anti-Infanterie-Turm, das ist das Gefährlichste für euch. Die Infanterie ist nicht schön. Zurückkommen. Lass die zu uns kommen. Unseren Helden geht es noch einigermaßen gut. Bombardierung holen wir einfach mal hier hin. Die wird wahrscheinlich abgeschossen werden, aber... Dann hier drauf. Ah. Es gibt hier Helden, denen es nicht so... Oh mein Gott, das ist sogar durchgegangen. Da haben wir zwei Dings von mit vernichtet. Oh, kommt hier runter. Der könnte euch sonst wehtun. Hier angreifen. Hier angreifen. So. Was habt ihr denn jetzt hier noch für Einheiten? Dürfte eigentlich nicht mehr so viel sein. Da ist noch ein T4B. Unsere Helden sind noch alle einigermaßen in Ordnung und sie fliehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein Navy-Commander verloren, die ganzen Helden leben noch ohne Probleme. Von daher ist das schon mal gar nicht so schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ihr dürft hier raufkommen. Ich will einen... Na gut, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte gerne einen einzigen Helden zum Spionieren irgendwo. Und das bist der du, der Smear. Ach, das ist mit Rosh Asterin nervt, ne? Mit Garrus, Fiora, Vesta und Metalorn. Aber Roku Depot ist so gut wie nichts. Da können wir für den kleinen World Devastator ein bisschen was farmen gehen. Galenor, das macht mir Angst. Aber erstmal jetzt hier Roku Depot gucken und Datomir. 8% schon, das ist nicht schlecht. Das wird was dauern, wird wahrscheinlich auch ein, zwei Folgen dauern, bis wir da wirklich... was haben, aber das ist schon gar nicht schlecht. Und dann erst einmal den, na, nicht den kleinen World Devastator reinholen, weil nachher haben die eine, ach nee, Ionenkanone oder so können sie gar nicht haben. Dann, oh, was für ein Mini-Baby. Was für ein Mini-Baby. Greifen wir das mal an und gucken mal, ob der Punkte dafür kriegt. Ja, kriegt er. Sehr schön. Nehmen wir ein bisschen was an Jägerverteidigung mit, falls der da Probleme kriegen sollte. Deswegen wollen wir mal ein bisschen aufpassen hier noch. Aber sobald er 100 Punkte hat, wird er zum mittelgroßen
World Devastator und haben wir jetzt schon 15%, 18%, 21%. Sehr schön. 24 kriegen wir jetzt 34. Sind das der 10 Punkte der Schlachtdrachen? Jawoll! Jetzt haben wir schon über ein Drittel. Und das spawnen hier einfach dank diesen Sachen immer und immer mehr. Das ist richtig nervig, vor allem wenn die schon viele Einheiten haben und so, weil die auch richtig viel Schaden machen. Aber für unsere Zwecke mit dem Wild Devastator jetzt ist das mehr als gut. Guck mal, wir haben gleich schon die Hälfte von 100 Punkten. Sehr, sehr schön. Greifen mal hier an. Schon. Ja, jetzt haben wir sogar die Hälfte mit 50. Mal gucken, dass die nicht fliehen. Für die Jäger kriegen wir, glaube ich, nichts. Leider, aber gut. Das müsste 10 Punkte geben. Das müsste 10 Punkte und das auch. Dann, oh, und das auch. Dann sind wir schon bei 80. Nach einer Schlacht. Das ist nicht schlecht. Oh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn wir die kleinen Beidam, sind das Beidam-Korvetten, wegkriegen. Weg mit den schweren Waffen. Ah, könnte sein, dass Drommel ein Zyklus geheilt werden muss. 70. Warte mal, habe ich falsch gezählt? Dann sind es 90, oder? Dann ist das jetzt 80 und das ist 90. 71, 72. Okay, 92. Das heißt, in einer Schlacht hat er sich fast aufgelevelt. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht. 92. Einmal gucken, muss Drommel geheilt werden, ja oder nein? Auf jeden Fall das einmal machen. Nö, der hat 100%. Perfekt. So, was ist eigentlich mit dem Titus Clef? Der ist schon voll, ne? Der ist schon auf 100%, ja. Dann würde ich fast sogar sagen, wir reisen nach Galenor. Ich bin hier mir halt absolut nicht sicher, aber ich glaube, davon ist nichts. Ein Interdiktor. Wenn die Schlachtdrachen hier nicht zu Interdiktoren umgewandelt worden sind. Nein, das sieht gut aus. Bei Slaheron, oh, 541 ist nervig, aber die haben keinen Interdiktor mit dabei. Das ist gar nicht schlecht, aber viele Bodeneinheiten. Da müsste man mal gucken. Keine Ionenkanone. Wenn man Slaheron kriegen könnte, wäre Sejanzic natürlich auch sicher. Aber hier um Mintuin ist jetzt auch sicher, das ist nett. Und dann haben wir wirklich jetzt kein Geld mehr. Wie sieht es bei Datumir aus? 10%. Ach, dafür haben wir das jetzt nicht in Auftrag gegeben. Naja. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal einen Zyklus, dass wir ein bisschen Geld haben. Irgendeine Flotte wollte ja auch nach Kashyyyk kommen. Dass wir da gucken, ob wir das abwehren müssen. Ist jetzt hier weniger geworden? Nee, ne? Da ist keiner abgehauen. Und im nächsten Zyklus müssen wir dann wieder ein bisschen mehr Geld auch für andere Sachen ausgeben. Aber wenn wir jetzt hier auch warten, wird das Ding auch mehr gebaut. 190. Das hat sogar weniger als ein normaler paar Sternzerstörer. Sind hier Bodeneinheiten? Wollen die nach Charuba? Wäre natürlich super. Das Auto-Resolven wir. Und fliegen nach Charuba. Na, ist trotzdem noch 230. Schade. Ich dachte, da könnte vielleicht eine größere Flotte kommen. Na gut, das muss ich jetzt Auto-Resolven. Okay, hätte ich mal nicht so lange gewartet. Das ist jetzt nervig. Aber unser World Devastator kann bei einer etwas einfacheren Schlacht sich einfach mal jetzt aufleveln. Was auch gar nicht so schlecht ist, finde ich. World Devastator? Vor allem diese Schlachtdrachen sind für den Supersternzerstörer relativ einfach zu besiegen und bringen scheinbar ja 10 Punkte. Das heißt, von 92 auf 135 so schnell ist wirklich sehr schnell. Und wir haben einen neuen, größeren World Devastator. Sehr schön. Das heißt, in der nächsten Schlacht bei Galenor ist der nicht mehr so gefährdet. Aber gut, müssen wir Charuba zurückholen. Werden wir Charuba aber noch nicht zurückholen, weil ich habe kein Geld. Und ohne Geld will ich die Schlacht, glaube ich, eigentlich... Ja, aber je länger ich warte, desto schlimmer wird es. Nehmen wir die Einheiten von Terephon nochmal mit. Das sind meine stärksten Einheiten, die ich hier mit bei habe, deswegen rüber nach Charuba.
Und jetzt haben wir wenigstens 23.000. Das heißt, bei Harpes, Shield Generator nochmal. Bei Relifon brauchen wir es eigentlich nicht. Aber bei Telefon vielleicht. Wir sind schon bei 22%, das ist nicht schlecht. Und ja, hier Rocco Depot darf das machen. Delacrix. Und dann müssen wir jetzt hier einfach Charuba nochmal angreifen. Es ist nervig, aber gut, was will man machen? Ich glaube, das ist diese richtig nervige Map. Ach nee. Die ist auch nervig, aber nicht so nervig wie die Sumpfmap, die ich eigentlich dachte, die es hier ist. 1, 2, 3, 4. Aber die Infanterieeinheit hier ist schlecht gespawnt. Repair Station hier hin, hier lang. Komm, vernichten. Ach, die haben auch Flugeinheiten hier. Ah, das könnte schwierig werden. Kümmert euch um die Flugeinheiten bitte. Oh mein Gott. Das könnte deutlich schwieriger werden, als ich dachte. Aber irgendwie müssen wir ja hier die einzelnen Sachen besiegen, ne? Und zu viel Schaden machen die mir noch nicht, meinen Flugeinheiten. Was heißt, die Panzer kann ich relativ schnell und einfach hier vernichten. Ich habe keine weiteren Infanterieeinheiten mehr. Und schon, die haben hier nichts, was Einheiten produzieren kann. Außer jetzt vielleicht die Bunker, die die bauen. Das heißt, was mir gefährlich werden kann, sind jetzt im Prinzip noch Antiflugtürme. Und die Tatsache, dass ich vielleicht keine Infanterie mehr habe. Anti-Infanterieturm hier hin. Wer weiß, was da kommt. Und du darfst das hier einnehmen. Ihr lasst euch heilen. Okay, dann kommst du hier mit lang. Da ist ein Antiflugturm. Oh, die haben VAAT gekriegt. Wunderbar. Gehen wir auf den Antiflugturm da drüben. Ah, da haben sie wohl noch mehr Türme. Interessant. Vernichten wir das hier. Alter, was ist los mit euch? Warum habt ihr so viele Einheiten hier noch? Nein, 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 nein. Nicht da rein zum Antiflugturm. Das ist gefährlich. Ja, wir können nochmal bombardieren. Immerhin etwas. Aber ihr lasst euch jetzt hier erstmal reparieren. Oh. Ich würde sagen, ihr lasst euch hier an der Repair Station erstmal reparieren. Aber wir haben hier gar keine Repair Station mehr. Die Fahrzeugturm. Oh mein Gott, die haben hier einen Juggernaut gekriegt. Ist das nervig. Aber den haben wir auch relativ schnell vernichtet. Das ist wiederum schön. Vernichtet die Infanterie. Lasst euch hier nochmal reparieren. Ach, wir haben noch keinen gebaut. Das ist natürlich blöd. Da ist ein Anti-Infanterieturm, aber ich denke, das hier haben wir gleich gewonnen. Ja, wir können wieder bombardieren. Hier oben haben sie keinen. Das heißt, wir probieren den mal. Oh, sehr schön. Mit drei Fahrzeugen dabei, die wir direkt vernichten konnten. Ihr fliegt jetzt nochmal hier lang. Da haben sie es nochmal versucht, aber da kommen auch keine. Oh Gott. Ihr solltet eigentlich nur hier rüberlaufen, damit wir noch ein paar mehr Einheiten reinholen können. Habt ihr kläglichst mit versagt. Und jetzt verlieren wir eine Flugeinheit. Oh, und dann fliehen sie. Die Flugeinheit war unnötig. Aber naja. Gewonnen. Das ist das, was zählt. Aber mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, war's das für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.